Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir mit euch ein bisschen über die Hintergründe, über unsere PLV History Videos reden. Und mit wir meine ich den Philipp und den Ludwig und den Johnny. Ja, wir haben ganz coole Drehs gehabt im Sommer. Da war das Wetter relativ schön und da haben wir mit dem Eike sehr geile Vietnam-Videos gedreht. Und Vietnam ist so ein cooles Thema, weil die Uniform, ich persönlich finde, die sieht halt echt cool aus. Und wir hatten auch echt geiles Gras, so ein bisschen andere Vegetation und konnten halt richtig cooles B-Roll drehen. Und das war auch eins der Videos, wo wir, ja, ich würde sagen, wo zum ersten Mal so richtig, richtig cooles B-Roll gedreht haben, wo wir dieses neue Konzept ausprobiert haben. Genau, das war der Punkt, an dem wir angefangen haben, quasi die Reviews bzw. die Uniformvorstellungen ein bisschen aufwendiger vorzustellen, sprich mit dem B-Roll. B-Roll ist so ein kleiner Einführungsfilm in das Ganze, der auch nicht länger als, ja, ich würde sagen, so 20, 30 Sekunden geht. Manchmal auch eine Minute. Genau, je nach Thema. Und deswegen, das war das erste Video mit einem aufwendigen B-Roll mit Special Effects und coolen Color Grading. Und das haben wir, glaube ich, versucht auch bis heute so beizubehalten. Ja, ich habe auch gemerkt, ich habe viele Kommentare auf dem Kanal beantwortet und man merkt halt einfach, egal in welches Thema man reingeht, es gibt immer einen, der mehr weiß oder der meint mehr zu wissen. Von daher haben wir natürlich auch bei Ecke viele Kommentare bekommen, weil klar, nicht jeder kann zu 100% in so ein Thema ganz tief einsteigen, macht hier und da mal einen Fehler oder eine Ungenauigkeit drin und ja, da muss man einfach lernen, auch mit umzugehen und von zu lernen. Genau, das ist aber prinzipiell nichts Schlechtes. Wir lernen gerne dazu und wir lernen auch mit euch zusammen und hoffen, dass wir alle einander so weit wachsen, dass wir dann in Zukunft weiter hochwertigen Content produzieren können. Ja, und Content wird auch nicht nur bei schönem Wetter produziert, wie man hier sieht, sondern auch bei Regen, Sturm und teilweise natürlich auch bei 40 Grad Sonne. Gerade hier bei dem Video hat man auch richtig schön Spaß mit Regen, aber ich denke mal, das Ergebnis hat sich gelohnt. Ja, was man halt sagen muss, wir haben hier auch relativ viele Videos mit dem Peter gemacht. Den Peter kennen viele von euch und ein super cooler Typ. Und wir haben auch mal die Möglichkeit gehabt, einfach so in neue Themen einzutauchen, wie zum Beispiel hier Rote Ruhr Armee. Generell diese, ich nenne es mal, etwas anderen Themen, so wie Freikorps und so, diese werden von den Zuschauern und von euch natürlich sehr gerne angenommen und gern gesehen. Aber das ist natürlich auch ein riesiger Rechercheaufwand, weil im Grunde genommen, also Philipp weiß es am besten, du brauchst eigentlich zu jedem Thema ein Buch, um was sagen zu können. Genau, also man braucht zu jedem Thema ein Buch und wir sind auch bestrebt, allgemein unser Spektrum an historischen Epochen deutlich breiter zu fächern und das setzt natürlich ein unglaubliches Pensum an Arbeit sowohl vor als auch hinter der Kamera voraus, aber wir sehen halt zu, dass es immer so gut wie möglich produziert wird. Ja, nicht nur das Hintergrundwissen ist wichtig, sondern auch natürlich die Technik. Ludwig, wie hast du denn da in dem Bereich so ein bisschen aufgestockt? Also ich muss sagen, wir haben ja mit der GH6 eine Kamera, mit der man sehr gut Handheld und spontane Sachen drehen kann. Aber generell mussten wir auch gerade hier bei den schwierigen Lichtbedingungen, die dann doch im Sommer oft vorherrschen, auch viel in Lichttechnik investieren und da auch quasi natürlich ortsunabhängig sein mit Powerstations, dass wir natürlich auch Lampen im Wald aufbauen können, wenn wir natürlich gerade, wie bei dem Vietnam-Video, irgendwo in der Heide stehen. Ja, und das ist ja so eine große Stärke, die wir in unserem Film auch sieht. Also Ludwig hat eine sehr schöne Gimbal-Hand, nenne ich es mal. Der kann immer schön mit der Kamera fahren, der kann die Kamera frei bewegen. Und ich glaube, das kommt wahrscheinlich so aus den Anfängen, Ludwig, ne? wo die Kurzfilme so sehr viel Handheld gedreht wurden. Ne? Deswegen sind die Reviews ja auch immer relativ dynamisch. Ja, tatsächlich, wenn man halt nicht viel Zeit hat, muss man effizient sein und das lässt sich dann halt nicht anders machen, als natürlich viel aus der Hand zu drehen. Das geht halt in der Regel am schnellsten und hier auch eine sehr wichtige Errungenschaft, ein variabler ND-Filter in der Mattbox, also dem viereckigen schwarzen Teil auf der Kamera, dass man wie eine variable Sonnenbrille hat für die Kamera, also viel Technik, aber absolut, absolut zeitsparend. Ja, also man muss auch dazu sagen, was auch ein enormer Aufwand für uns alle ist. Also was heißt Aufwand? Wir machen es natürlich gern, aber nichtsdestotrotz ist es ein Aufwand. Wir kommen alle aus den unterschiedlichsten Orten Deutschlands. Ich für meinen Teil, der natürlich von der Ostsee jedes Mal dann in das grüne Herz Deutschlands fahren muss. Oder auch andere, die vielleicht aus der Hauptstadt kommen oder aus dem kompletten Süden Deutschlands. Also wir treffen uns dann meistens aktuell noch an den Wochenenden.
in Zukunft auch eher unter der Woche, damit wir an den Wochenenden noch ein bisschen unser Privatleben leben können, komplett in der Mitte Deutschlands, um dann solche Videos im Idealfall möglichst gut zu produzieren. Ja, da würde man sich wirklich wünschen, man könnte mit dem Flugzeug fliegen und einfach mit dem Fallschirm schnell abspringen. Dann wären wir nämlich deutlich schneller da. Und wo wir das hier gerade sehen, das ist auch ein sehr spannendes Thema, was wir schon in dem ein oder anderen Kurzfilm, sage ich mal, behandelt haben. Gerade Fallschirmjäger ist ja ein Thema, das im Ausland halt auch sehr beliebt ist, die deutschen Fallschirmjäger. Und da ist gar nicht so einfach tatsächlich, weil wir das Thema schon mal hatten, sag ich mal, Sachen zu finden, die authentisch sind. Es gibt natürlich immer verschiedene Qualitäten an Requisiten, die man kaufen kann. Da gibt es von dem günstigen bis zum mittleren bis zu den High-Class-Sachen, die super teuer sind. Und da ist man manchmal darauf angewiesen, auch mit Reenactern zusammenzuarbeiten, weil die einfach die Sachen haben. Und es würde einfach schwerfallen, sage ich mal jetzt, für 1000 Euro in irgendeine Ausrüstung zu investieren für ein oder zwei Videos. Und deswegen arbeiten wir eigentlich auch relativ gern mit Reenactern zusammen. Genau. Und das kommt dann immer drauf an, welche Epoche wir bedienen können. Jetzt gerade im Bereich Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg sind wir relativ gut aufgestellt. Es gibt natürlich immer Lücken, die es irgendwie zu stopfen gilt. Aber im Großen und Ganzen sind wir schon in der Lage, auch für zukünftige Filmprojekte einiges an Ausrüstung und Uniformierung der Epochen im wie angesprochenen Ersten und Zweiten Weltkrieg schon abzudecken. Hier sehen wir zum Beispiel auch mal die Darstellung von einer frühen Pionierdarstellung um 1915. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Aber wir haben gemerkt, das ist auf jeden Fall definitiv ein History-Buff-Thema und Philipp und ich sind da, glaube ich, relativ tief eingetaucht, haben versucht da einzutauchen, weil tatsächlich die verschiedenen Jahre immer wieder Variationen mit sich bringen. Das Thema Sturmtruppen hat ihm und mir auch ziemlich angetan. Und wie gesagt, da kann man sich sehr, sehr tief reinarbeiten und man muss dann so die Balance finden zwischen, wird man zu nerdig, denn interessiert es viele nicht mehr, und schafft man diesen Spagat zwischen Geschichtswissen zu vermitteln, Wissen über Ausrüstung, aber trotzdem irgendwie noch einen gewissen Unterhaltungswert zu haben. Und da haben wir eine Weile gebraucht, bis wir eine gute Mischung gefunden haben. Aber da gibt es, glaube ich, andere Kanäle, auf die wir jetzt aufbauen wollen, wo man noch tiefer ins Thema reingehen kann. Ja, und was wir hier auch im Hintergrund sehen, ist diese äußerst ikonische Mauer, die bei den Zuschauern auch sehr gut ankam. Also ich wurde schon bei einigen Videos dann gefragt, die wir dann nicht vor dieser Kulisse gedreht haben, wo denn diese tolle Mauer hin ist. Die bleibt uns natürlich weiterhin erhalten. Und ich denke, das ist auch ein sehr guter zeitloser Drehort, um auch diverse Epochen dort gut in einem vernünftigen Rahmen vorzustellen. Ja, es gibt auf jeden Fall noch viele Themen, die wir noch behandeln wollen in Zukunft, die wirklich sehr schwer zu finden sind. Also jetzt ist jetzt wirklich eine Info hier für die PLW History Nerds, die den Kanal verfolgen. Die frühe französische Armee ist ein Thema, was super spannend ist. Dann natürlich die K&K-Armee oder sowas wie 1866. Und generell wollen wir jetzt schon versuchen, ein paar Themen abzugreifen, die ja gar nicht so oft präsentiert werden im deutschsprachigen Raum, glaube ich, ne? Reenactment-mäßig. Genau, es kam mir auch die Idee, einen 1871-Film zu drehen. Und wir sind mal gespannt, inwiefern sich das realisieren lässt. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr interessantes Thema, das auch sehr, ich sag mal, unterpräsentiert ist im geschichtlichen Bereich, sowohl im Darstellungs- als auch im historischen Aufklärungsbereich. Ja, man kann sich ja fragen, Philipp und ich sind History-Buffs, aber Ludwig, wie ist es bei dir? Was reizt dich daran, solche Review-Videos zu drehen? Was ist dein persönlicher Reiz daran? Naja, man taucht ja ein in das komplette Spektrum der geschichtlichen Epochen und hat ja quasi von Römern bis hin zu Zweiten Weltkrieg und Vietnam halt alles dabei. Und ich muss halt auch sagen, jedes Mal, wenn ich dann die Videos filme oder auch dann schneide, lernt man ja dann wirklich durchgängig dazu und
es gibt so viele Uniformsteile, wo ich vorher nicht mal den Namen wusste und jetzt weiß ich, dass es da 20 verschiedene Unterkategorien gibt und ja, es macht halt wirklich Spaß, da dann doch immer was Neues zu entdecken. Das ist allgemein ein sehr witziges Thema, weil unterdessen selbst meine Freundin, ohne dass sie sich auch nur ansatzweise dafür interessiert, schon diverse Uniformsbegriffe auswendig kennt. Ja, wo wir jetzt gerade schon beim Schneiden waren, vielleicht können wir an der Stelle mal ein bisschen über den Prozess reden. Also wir haben ja schon vorher gesagt, es gibt die Recherche, es gibt dann natürlich den Dreh an sich, aber dabei bleibt es ja dann meistens nicht. Also es gibt ja auch noch die Organisation, man muss ja quasi alle Leute zu einem Termin irgendwo hinbringen, dann wird gedreht und ja, wie geht es dann weiter? Ja, der Dreh an sich ist ja erstmal auch gar nicht mit dem Einsatz abgetan. Das ist ja dann in der Regel auch ein Aufwand von etlichen Stunden, meistens wie auch hier wieder im Sonnenschein oder der Hitze oder dem Regen. Und dann geht es ja natürlich weiter, die Daten müssen gesichert werden, das Projekt muss angelegt werden, dann muss es natürlich geschnitten werden, was ja auch bei den längeren Laufzeiten durchaus ein großer Zeitaufwand ist. Und dann muss natürlich nach dem Hochladen auch noch die Untertitelsektion angefügt werden, aber da bist du ja der Experte, Johnny. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein ziemlich schlimmer Aufwand. Das heißt wahrscheinlich, ich weiß es ja. Man muss die Untertitel schreiben, dann muss man die Sätze oft auch ein bisschen verändern, weil oft unsere intellektuellen Moderatoren reden dann in Schachtelsätzen, die man dann vereinfachen muss. Und die lebt man dann halt in den Übersetzer rein und muss dann halt gucken, dass das dann aber trotzdem einfache Sätze sind. Ja, das ist hier eins dieser Nischenthemen, die wir vorhin angesprochen haben. Super interessant und da war halt der große Glücksfall, dass Philipp da ein paar Leute kannte, die uns da sehr geholfen haben. Ja genau, das waren in dem Fall der Olaf und der David, die mit ihrem sehr umfangreichen Fachwissen und ihrem auch sehr umfangreichen Equipment, weil man muss natürlich sagen, dass Olaf aus dem Museum diverse Exponate zum Zeigen mitgebracht hat, das natürlich nochmal die Qualität der Videos in ein enormes steigert, weil nichts ist originaler als original. Ja, man muss dazu auch sagen, manchmal hat man das große Pech, sage ich mal, dass man sich halt für so ein Thema super interessiert und etliche Stunden in die Produktion eines Videos steckt und dann die Aufrufzahlen nicht so sind, wie man sich das vielleicht wünscht. Aber man hat dann halt zumindest den Vorteil halt, dass man ein Thema behandelt hat, was wirklich echt cool ist, woran man viel Spaß hatte. Und in dem Fall hatten wir wirklich Glück, weil speziell dieses Video mit dem Kürassier wirklich auch eine gewisse Resonanz gefunden hat. Und das war natürlich dann eine große Freude.